In Meseberg äußerte sich Habeck endlich mal dazu, wie toll es ihm als Politiker in der Regierung gefällt. Und wir legen sofort gleich los. Ja, herzlich willkommen, hier ist wieder Lil. In sehr entspannter Plauderatmosphäre stellten sich die drei Herren Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner den Fragen der Presse. Anlass war die Klausurtagung der Dreien in Meseberg. Sie hatten sich zu einem informellen Treffen dort zusammengefunden, um über die ein oder anderen Dinge haushaltsmäßig, was den Verbrennungsmotor ja oder nein anbelangt, was die neuen Richtlinien von Ursula von der Leyen offenbarten, hatten sie sich zusammengesetzt und über die Zukunftspläne des tagespolitischen Geschehens zu sprechen. Ganz ehrlich, Leute, es wurde nicht allzu viel Konkretes genannt, außer dass halt eben jeden Tag 3 bis 4 Windräder entstehen sollten und Solaranlagen in der Größenordnung von 40 bis 50 Fußballfeldern. Toll! Wir freuen uns alle doch sehr. Zunächst eröffnete Olaf Scholz seinen kleinen Vortrag und im Anschluss daran Robert Habeck und als letzter Christian Lindner. Vielleicht eine kleine Anmerkung zu dem Outfit von den dreien. Also Scholz und Habeck scheinen rein optisch sich näher anzugleichen als Christian Lindner. Christian Lindner mit Krawatte und Jacket ordentlich zugeknöpft. Und die Herren Scholz und Habeck wollten möglicherweise signalisieren, dass es sich um ein strapaziöses Arbeitsgespräch gehandelt hat, oder? Kommen wir nun aber endlich zu Robert Habeck. Ja, der Gute sagte Folgendes. Die Abgeschiedenheit von Meseburg, die ja auch eine gewisse Abgeschirmtheit bedeutet, und die Zugewandtheit in dieser Konzentration einer Kabinettsklausur hat, glaube ich, allen nochmal deutlich gemacht, was es für ein Privileg ist, Teil einer Bundesregierung zu sein, wie sehr wir aufeinander angewiesen sind und wie sehr das sich konzentrieren auf die eigene Arbeit und vielleicht auch mal das Abschirmen der vielen Stimmen und Töne und Forderungen und Überlegungen, die auf einen einprasseln. Ja, es ist ganz bestimmt ein Privileg, dass man in Abgeschiedenheit mal miteinander reden kann, dass man ein bisschen abgehoben ist, auch von dem dummen Volk da unten, die eh nur so wie unser eins blöde Videos macht und sich das Maul darüber zerreißt. Und es ist natürlich auch sehr schön, das betonte er ja, dass man sich mal unterhalten könne, unabhängig von den Ratschlägen anderer. Bei allem Respekt, ich finde, ein informelles Gespräch bedarf sicherlich auch für alle drei im Hintergrund gute Arbeit durch die entsprechenden Fachleute. Was denkt ihr darüber? Aber es ist doch wirklich toll, dass wir halt eben mal die drei so in einer Riege haben stehen sehen und sie sind sich ja wirklich sehr einig. Was mich allerdings noch sehr verwundert hat, war die Aussage von Christian Lindner. Die möchte ich euch nicht vorenthalten. Bitte schön. Die Situation von Familien mit Kindern hat sich also bereits jetzt ja deutlich verbessert. Er wagt es wirklich, davon zu sprechen, dass es unseren Kindern im Land besser geht. Also ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Wie teuer sind unsere Gurken, unsere Tomaten, unsere Süßigkeiten geworden? Die Portionen sind kleiner geworden und die Eltern müssen tiefer in die Tasche greifen. Und so manch einer kann das vielleicht nicht. Und die Kinder sind sicherlich dann auch enttäuscht. Ich finde es sehr vermessen, dass Christian Lindner solch eine Aussage getätigt hat. Alle sozialen Vereine beklagen seit Längerem, dass die Kinderarmut in Deutschland steigt und steigt und steigt. Schreibt es mir gerne mal unten ins Kommentarfeld. Ich bin sehr gespannt, was ihr von solch einer Aussage haltet, von Christian Lindner, und wie ihr das findet, dass Robert Habeck sich so privilegiert fühlt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und wenn ihr mögt, abonniert doch meinen Kanal. Bis auf recht bald. Tschüss, eure Lil.